FC Erzgebirge in Aue bei, naja, 30 Grad heute hier im Schatten im Erzgebirge. Und den Schatten, den haben wir natürlich nicht hier mitten auf dem Trainingsplatz. Aber was wir haben in ein, zwei Momenten, das ist den Sportdirektor des FC Erzgebirge Aue, Matthias Heidrich, während hinter mir, Dietrich, du kannst vielleicht mal schwenken, Pavel Dotschew mit seiner neuen Mannschaft die erste Ansprache beim Eröffnungstraining heute hier auf dem Trainingsplatz 1 neben dem Erzgebirgsstadion hält. Ich habe vorhin noch mal durchgezählt, 7 Neuzugänge bislang beim FC Erzgebirge. Neben 9 Abgängen, dazu wurden 3 Leihspieler, die ausgeliehen waren, zurückgeholt ins Erzgebirge. Allerdings sind da noch Stellen offen und während ich das sage, kommt der Sportdirektor hier gleich an meine Seite. Er hat noch 20 Schritte zu gehen, dann ist er bei mir. Wir drehen uns mal rum, Dietrich, der Sportdirektor. Matthias Heidrich. Ja, Matthias, grüß dich. Bist ja gar nicht so richtig braun. Keine Zeit gehabt zum Urlaub oder warst du in Nordschweden? Noch nördlicher als Nordschweden. Ich bin kein so dunkler Typ, aber darum geht es ja bei mir nicht hier. Ja, bleiben wir beim Wetter. Wie ist denn die Großwetterlage aktuell in Aue? Gut. Sonne lacht, die Jungs stehen auf dem Platz und für mich war so der Moment dann schon spannend, wenn die Jungs jetzt loslaufen, dann mal kurz durchatmen. Alle Jungs sind da, die da sein sollen und so mal ein großer Teil des Weges ist geschafft. Ja. Sie sehen topfit aus, Matthias, so als könnten Sie ja auch mitmachen beim Training, bei der Eröffnungseinheit hier beim FC Erzgebirge Aue. Wie anstrengend waren die Tage, um den Kader so weit aufzufüllen, wie es eben bis heute möglich war? Ja, sie waren halt schon intensiv, was halt dann in Teilen auch wirklich kleinteilig war. Manchmal ging es relativ zügig, manchmal hat es halt dann auch ein bisschen länger gedauert. Man hat natürlich dann ein paar Abgabethemen, da braucht man auch die Gegenseite dafür oder man verlängert halt nicht, weil die Gegenseite sich dann doch anders entscheidet. Und ja, so waren es unterschiedliche Prozesse. Manche Themen gingen ein bisschen schneller, manches hat länger gedauert. Und so zieht sich halt dann mal auf einmal, sind 4 Wochen rum und du erschrickst und begrüßt die Jungs wieder, dass es wieder losgeht. Ich war auch überrascht. Zum einen fehlt Elias Huth hier gerade am Gang auf den Trainingsplatz. Zum anderen sah ich Jörg Emmerich. In welcher Funktion Jörg Emmerich und wo steckt Elias Huth? Na, bei Elias Huth ist so, dass wir zum Thema Vertragsauflösung wir uns dann einigen konnten. Ich würde jetzt mal einer weiteren Veröffentlichung, wo es hingeht, glaube ich, solange es noch nicht offiziell ist, kann gerne der neue aufnehmende Verein dann gerne kommunizieren. Und Emma wird uns unterstützen, weil uns natürlich, wir hatten das ja, glaube ich, heute Vormittag auch kommuniziert, neben Philipp Eckert dann auch der Joti Stamatopoulos dann kurzfristig verlässt und Emma vollen Vertrauen von uns hat, jetzt hier die erste Phase mit zu begleiten und kennt Pavel kennt ihn. Und so starten wir erstmal mit Emma hier als Co-Trainer und ja, freuen uns auf die Zeit jetzt gemeinsam. Klingt, glaube ich, auch ganz plausibel und nicht schlecht, vor allen Dingen für die, ich schätze mal, 150 Leute etwa, die bei dieser Hitze den Weg ja erstmal ins Erzgebirgsstadion gefunden haben. Matthias, bleiben wir vielleicht noch eine Frage weit bei den Neuzugängen. Aus meiner Sicht der Königstransfer bisher, vor kurzem verkündet, Marcel Bär, Torschützenkönig in ihrer dritten Liga vor 2 Jahren, damals im Trikot von 1860 München. Was erwarten Sie von ihm, von so einem, ich sag mal, Berufsknipser? Ja, würde mich freuen, wenn er die Torgefährlichkeit mitgebracht hat oder mitbringt. War natürlich im letzten Jahr dadurch, dass sich nach dem ersten Spieltag bei Dynamo Dresden dann leider Mittelfuß verletzt hatte, lange ausgefallen war und dann in der Rückrunde bei 60 München, glaube ich, auch ein bisschen Unruhe war. Und wir freuen uns einfach, dass er hier mit seiner Erfahrung und mit seinem Torinstinkt und mit seiner Qualität uns hilft. Nicht nur was die Offensivspiele angeht und die Offensive angeht, sondern ist ja im Training dann auch da, unsere Defensive mit zu schulen. Von daher hast du ja immer 2 Effekte. Und ich würde mich eigentlich, so wie ich es bei allen dann wünsche, dass sie sich gut und schnell integrieren. Wir hatten es gerade gesagt, dass eine große Offenheit der Jungs halt da sein soll. Mhm. Offen die Jungs zu integrieren, offen mal zu zeigen, wo man hier in Aue mal einen Teller Nudeln essen gehen kann, mitzuhelfen, dass die Jungs eine Wohnung finden. Und das war einfach diesen Teamgedanken, den wir ja schon aus dem letzten Jahr dann übertragen haben, einfach weiter pflegen. Klingt nach Familie. Nach Erzgebirgs-Fußballfamilie, Matthias, wie schwer ist es, so ein Spieler, so ein Kaliber wie Marcel Bär zu überzeugen, ins Erzgebirge zu kommen wegen ein paar Nudeln oder wegen Familie Erzgebirge, würde er nicht hier anreisen, denke ich mal, und auch nicht spielen? Nee, geht ja dann nicht um die Nudeln, sicherlich nicht. Aber es geht darum, von der Idee des Fußballs und von dem Standort hier zu überzeugen. Und dort muss man tatsächlich gar nicht so viel Überzeugungsarbeit leisten, sondern weil der Standort Aue immer noch sehr, sehr viel Ausstrahlungskraft hat, sehr, sehr viel
Wirkung auch über die Fans halt hat. Und denen ist das schon bewusst, wenn die hier mal gespielt haben, was dann hier passiert, wenn das Stadion mal voll ist. Und 60 München hat es ja dann hier bei uns dann auch erlebt mit den Club 11, glaube ich, die da waren. Von daher, die Jungs nehmen dann schon auch den Standort wahr und entscheiden sich auch ganz bewusst dann für Möglichkeiten, wo es halt einfach cool ist, Fußball zu spielen. Und wenn ich jetzt sehe, wie viele Leute hier da sind, dann ist das schon echt cool und die Jungs können ja vollen Mutes hier starten. Soweit ich mich erinnere, war das einer der wenigen Siege von 1860 in den letzten Spielserien hier im Erzgebirgsstadion. Matthias, letzte Frage. Man hat immer gesagt, die zweite Liga war für das Erzgebirge die Champions League. Ist jetzt die dritte Liga die neue Champions League für den FC Erzgebirge? Och, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir werden immer ein Verein sein, der schon aufgrund der Historie, die wir dann ja irgendwann vor 20 Jahren mal eingeläutet haben und den langen Zugehörigkeit zur zweiten Liga schon immer die Tendenz haben wird, sich in Richtung zweite Liga zu bewegen, wie es vermutlich auch ein paar Vereine in der dritten Liga haben. Aber ich glaube, wir sollten gut dran tun, sehr bescheiden Ziele zu formulieren. Ich glaube, wir haben erstmal so einen Teambildungsprozess zu organisieren. Und dann muss man halt über Ergebnisse, über Trainingsintensität und über die angesprochene Offenheit und Haltung zu der ganzen Angelegenheit hier und zu dem Teamgedanken dann uns entwickeln. Und dann schauen wir mal, wo wir am Ende landen. Was erwarten Sie persönlich von Ihrer Mannschaft in der neuen Saison? Auch ich erwarte mir eine ruhigere Saison, die nicht so viel Wellentäler hat. Und wir hatten ein paar hohe Spitzen dabei, so gerade wo wir aus der Winterpause rausgekommen sind. Aber wir hatten auch echt dann Tiefen noch dabei, die es nicht gebraucht hätte. Und das so ein Stück weit zu glätten, mal konstanter durchzulaufen, ich glaube, das würde uns allen gut tun, weil sich dann auch die jungen Spieler, die wir auch dieses Jahr dazugenommen haben, einfach nochmal anders entwickeln. Und da wünschen wir uns einfach ein gutes Händchen von Pavel. Aber ich bleibe dabei, machen tun die Jungs und die müssen maximal offen für alle Themen sein. Sie waren Profispieler, Matthias. Jetzt habe ich doch noch die letzte Frage jetzt eben rausgezogen. Sie waren Profispieler, kennen verschiedene Standorte deutschlandweit. Danach waren Sie verantwortlicher Funktionär beim 1. FC Köln, Nachwuchsleiter. Mhm. Und das ist jetzt Ihre Premiere im Seniorenbereich. Mhm. Hatten Sie sich das vielleicht anfangs etwas leichter vorgestellt, dieses Haifischbecken-Profifußball zu organisieren, oder trifft das genau das, was Sie sich vorgestellt hatten? Nö, jetzt wenig Überraschung dabei. Ich glaube, man wird sich der, ich sag mal, öffentlichen Bedeutung der Handlung dann schon noch mal bewusster, das ist klar. Aber am Ende bleibt dann ein Transfer, eine Verhandlung mit Beratern, bleiben im Jugendbereich manchmal eigenartig und komisch und sind es hier dann manchmal auch. Am Ende hast du mit Menschen zu tun und der Gegenüber muss ein Gefühl dafür bekommen, wie wir hier ticken und wie wir Verhandlungen führen, ob wir die offen ehrlich oder ob wir versuchen, irgendwie noch über Bande zu spielen. Und dann nehmen die schon von dem Standort das mit, was sie mitnehmen sollen, nämlich eine Gradlinigkeit, eine Abrechenbarkeit. Und ich bleibe dabei, das Wort Offenheit ist halt ein Thema, was ich sehr, sehr gerne dann auch strapaziere in dem Zusammenhang. Allerletzte Frage, Wunsch für 23, 24? Auch so weit habe ich noch gar nicht geguckt. Ich bin jetzt Weihnachten ist noch weit weg, aber die Saison rückt näher. Ja, ach, gar nicht. Würde ich jetzt mir auch nichts aus den Fingern saugen, weil ich hänge aktuell noch im Tagesgeschäft noch so drin, dass ich nicht sagen kann, was 23, 24 dann kommen muss oder kommen soll. Ich glaube, es tut vielleicht ganz gut, das eben nicht zu machen. Ich glaube, im letzten Jahr hat man vielleicht von Zweitligaträumen schon mal irgendwie gesprochen und da ist man mörderlich auf die Nase gefallen. Von daher tut man gut daran, das etwas bescheidener zu machen. Dann sage ich vielen Dank für das offene Interview. Matthias Heidrich, gerne. Sportdirektor des FC Erzgebirge Aue. Vielen Dank, Matthias. Wir erwarten als nächsten Gesprächsgast den Vorstandssprecher des FC Erzgebirge. Das ist Robert Scholz. Der wird in wenigen Augenblicken bei uns hier, während ich vorsichtig rückwärts laufe, bei uns zu Gast sein. Kameramann Dietrich geht nochmal, auch seit vielen Jahren hier im Erzgebirge Stammgast, geht nochmal den Staff und bei den Fans an den Fans vorbei. Und wir warten auf Robert Scholz. Ich drehe mich mal um. Ich sehe ihn und er ist auch in Kürze bei uns. Ja, da hinten, ganz weit weg, sehen wir die neuen Veilchen. Heute in Grau. Hoffentlich wird die Saison nicht mausgrau, so wie die sommerlichen Übungstrikots. Und während wir ein letztes Bild auf die Mannschaft werfen, begrüßen wir am Mikrofon von Sport im Osten Robert Scholz, Vorstand und Vorstandssprecher beim FC Erzgebirge Aue. Robert, ich habe den Matthias, den Sportdirektor, gerade gefragt, wie kompliziert die Zeit jetzt war, um den Kader so weit aufzufüllen, dass er heute doch relativ quantitativ stark hier vertreten ist auf dem Rasen. Wie viel Arbeit liegt beim Vorstand des Vereins, um die Truppe wettbewerbsfähig zu machen? Nennen wir es mal so. Ja, die Hauptarbeit bei uns liegt
Nicht in der sportlichen Sichtung, dazu haben wir ja einen Sportgeschäftsführer. Die Hauptarbeit liegt bei uns in der finanziellen Absicherung, dass der Kader auch finanzierbar ist. Waren viele Abstimmungsarbeiten mit Matthias, der quasi die Verhandlungen führt mit den Spielern, Spielerberatern, Abgabethemen, was wir ja heute auch nochmal aktuell hatten und auch selber schon darauf geachtet hat, dass der Etat, den wir ihm vorgegeben haben, eingehalten wird. Müssen wir gleich mal nachhaken, Robert, wir reden hier von welcher Größenordnung in etwa und im Verhältnis zu anderen Drittligisten, wo liegen Sie da mit Ihrem Club? Also ich kann jetzt schlecht für andere Drittligisten reden. Ich kann jetzt das letzte Jahr sehen, was wir ja vom DFB immer gespiegelt bekommen, von anderen Vereinen. Da liegen wir, denke ich, im Mittelfeld. Wie es dieses Jahr aussieht, kann ich noch nicht sagen. Aber unser Etat ist ja allgemein bekannt, dass wir den gegenüber der letzten Saison ein ganzes Stück einkürzen mussten, weil der letzte Saison einfach viel zu überzogen war am Ende. Und unser Etat liegt zwischen 4 und 5 Millionen. Für den Lizenzspielerbereich, also Mannschaft, Trainerstab, ne, und der, alles andere ringsrum, Verein und so weiter, ist ja extra. Hm. Also wir haben einen Gesamtetat, der schon im zweistelligen Millionenbereich ist, aber für die Lizenzspielerabteilung zwischen 4 und 5 Millionen, ich will es mal noch nicht genau konkretisieren, weil ja noch ein, zwei Themen sich hin und her verschieben können. Spüren Sie Druck? Aktuell nicht. Druck hatten wir die letzten Wochen. Ist einfach so, da ja gewisse Themen schon sein müssen, dass die Mannschaft auch konkurrenzfähig ist. Aber ich denke, auf den wichtigen Positionen ist es uns gelungen, gute Verpflichtungen zu tätigen. Und insofern, es hat auch soweit alles geklappt, was wir uns vorgestellt haben. Also es gab ja von Matthias Heidrich einen Vorschlag, wie er die Mannschaft aufbauen würde, jede Position doppelt besetzen, den aufgeblähten Kader auch ein bisschen reduzieren, weil wir über 30 Spieler hatten und Zielgröße waren ja 25, also 22 plus 3. Da sind wir knapp daneben aktuell, aber es gibt ja noch zwei Abgabethemen, die in den nächsten Tagen und Wochen eigentlich abgehandelt werden sollen und müssen. Das ist jetzt die Hauptaufgabe und ehe das nicht erfolgt ist, wird sich auch am Kader eigentlich nichts mehr tun. Der steht eigentlich so für die neue Saison. Robert, aus Ihrer Sicht, was ist die Hauptaufgabe für den Vorstand des Clubs, ich sag mal im nächsten überschaubaren Zeitraum von 3 bis 6 Monaten? Die Hauptaufgabe für uns wird sein, weiter die wirtschaftliche Seite zu stabilisieren. Auch von Vereinsseite her sind wir immer noch dabei, manche Sachen aufzuarbeiten. Ist ein großes Feld. Der Vorstand selber arbeitet ja ehrenamtlich. Wir haben die beiden Geschäftsführer, die hauptamtlich angestellt sind und das operativ vor Ort machen. Aber trotzdem haben wir viele Themen zu bearbeiten und das wird nicht einfach, aber wir sind auf einem guten Weg. So viel kann ich jetzt schon sagen. Dann wird es im zweiten Halbjahr ja die Mitgliederversammlung geben. Da fangen jetzt auch schon die Vorbereitungen an, Jahresabschluss ist zu machen. Also es sind viele Themen, die abzuhandeln sind. Deswegen, wenn das sportlich jetzt alles läuft, so wie es in der Rückrunde zumindest am Anfang zu weiten Teilen gelaufen ist, wäre uns sehr geholfen. Dann können wir uns auf die anderen Sachen konzentrieren. Da hinten, Robert, tuckert die Erzgebirgsbahn vorbei. Ja. Wo soll es denn hingehen sportlich aus Ihrer Sicht? Also wir wünschen uns schon, dass die Mannschaft, oder anders gesagt, es gibt ja meistens so zwei Hälften in der Tabelle. Die eine Hälfte spielt gegen den Abstieg, hat man ja letzte Saison wieder gesehen. Die andere Hälfte spielt oben mit. Und wir wünschen uns schon, dass wir in der oberen Hälfte sind. Da rede ich aber jetzt nicht von Aufstieg, um Gottes Willen. Das ist viel zu weit hergeholt. Aber wenn wir in der oberen Tabellenhälfte wären, da wären wir schon zufrieden. Erstmal, ne? Wir müssen uns erstmal wieder reinfinden. Die Mannschaft ist ja doch zu mehr wie einem Drittel jetzt wieder neu. Und schauen wir mal. Ne? Dann bedanken wir uns, Robert Scholz, beim Vorstandsmitglied des FC Erzgebirge Aue. Wir werden mal schauen, was wir heute noch an Eindrücken und Impressionen sammeln können. Bei Ihnen in Ihrem schmucken Erzgebirgs. Im schmucken Erzgebirge oder im schmucken Erzgebirgsstadion plus Trainingsplätze. Hier vorne läuft Jörg Emmerich entlang. Ich habe ihn vorhin gefragt, ob er als Libero eingetaktet wurde. Nee, er ist erstmal pro forma Co-Trainer auf Zeit. Ja. Ist das vielleicht, letzte Frage noch, Robert, ist das vielleicht auch so eine Maßnahme, um den Fans zu zeigen, hier entsteht wieder was, ich sag's mal, familiäres?
Könnte man so sehen. Wir sind Jörg erstmal sehr dankbar, dass er kurzfristig eingesprungen ist, weil die Geschichte mit Joti hat sich ja erst Ende der Woche ergeben. Dass er müssen wir dazu sagen, ist der Assistenztrainer vormals. Genau, dass er auf uns zugekommen ist oder auf Matthias Heidrich und ein sportlich lukratives Angebot aus dem Ausland annehmen will. Verübelt ihm keiner, das ist halt so in dem Geschäft. Und wir brauchen sicherlich noch ein paar Tage, oder Matthias, nicht wir, noch ein paar Tage, um das Thema zu klären. Aber Emma ist wieder eingesprungen, wie er im Winter schon eingesprungen ist. Und da sind wir ihm sehr dankbar. Ja, hat die A-Jugend erfolgreich trainiert. Genau. Also warum soll das nicht hier beste funktionieren? Beste Referenzen. Ja? Also, vielen Dank, Robert Scholz. Und wir würden mal einen kleinen Ausflug machen, so 20 Meter Richtung Trainingseingang bzw. Ausgang und würden uns vielleicht mal bei den Fans umhören, was die sich von dieser Spielzeit erwarten mit ihrem Club, mit dem FC Erzgebirge Aue in der dritten Liga. Und da gehe ich einfach mal rein hier in die erste Fangruppe, sage Hallo, bekannte Gesichter, Rainer Lange, wir sind live im Livestream von Sport im Osten. Ich glaube, es gibt wenige Fans, die so treu an der Seite über Jahrzehnte stehen. Das muss man dazu sagen, es gibt viele treue Fans, aber einige sind natürlich vom biologischen Alter erst ein paar Jahre dabei, logisch. Ihr beide seid seit vielen Jahrzehnten Fans, man sieht es auch an der Kleidung. Zwei Saison lang Holter die Polter im Erzgebirge. Was erwartet ihr euch vom Spieljahr 23/24 als treue Seelen des Vereins? Also wir, wo wir uns jetzt getroffen haben, haben als erstes gesagt, wir wünschen uns alles Gute für die Saison und wünschen uns vor allem, dass wir nicht so oft traurig aus dem Stadion rausgehen müssen. Dass das natürlich viele, ne Bernd, das war, ist unser erster Wunsch. Egal, was am Ende dabei rauskommt, einfach, dass wir, wenn wir zum Fußball gehen, wieder glücklich, einigermaßen glücklich nach Hause gehen. Ne? Und ich muss dir auch sagen, von wegen einer der Ältesten, und es gibt viel ältere Fans und auch die, ne, leider ist man selber langsam alt. Ne? Und wir haben stehen zur Stange, das ist, genau. Das ist auch mal das Game. Ich meine, ob schlechte Zeiten oder gute Zeiten sind, man muss dann eben alles mitmachen und sich auch dazu bekennen, sage ich mal. Ja? Und für die neue Mannschaft wünschen wir uns alles Gute, dass das alles so klappt. Und die neue Verpflichtungen, die wir nun getätigt haben, sind einige dabei, die kennt man auch schon. Tim Kipps zum Beispiel oder Mirne Bebic, die alle schon mal da waren. Und ich hoffe natürlich, dass der Marcel Bär hier gut einschlägt. Das hat er ja auch schon bewiesen. Und da denke ich mal, dass es vielleicht auch bei uns so sein sollte. Jetzt hat der Edelfan Rainer gesagt, er würde gerne glücklich aus dem Stadion gehen. Ja. Glück, das ist so subjektiv. Das kann man nicht richtig fassen. Fußball ist ein Ergebnissport. Wenn man Siebter ist, muss man 38 Punkte oder irgendwas zu einer bestimmten Spieltagszeit haben. Womit wärst du denn glücklich, wenn du sagst, ich gehe aus dem Stadion und möchte glücklich sein? Also macht dich zum Beispiel auch ein 2-5 gegen Dynamo glücklich? Guck, das ist so, das geht nicht nur ums Ergebnis. Natürlich, das Ergebnis ist das, was dann anzufassen ist, ne, was dann in der Tabelle zum Ausdruck kommt. Aber selbst wenn, wir haben das voriges Jahr oft erlebt, ne, wo wir gesagt haben, man kann verlieren, auch gegen Dynamo, warum nicht? Es ärgert uns zwar noch mehr, wenn das passiert, ne, aber man muss sehen, dass man das nicht wollte oder dass man alles dagegen getan hat. Also ihr wollt die Wismut-Tugenden sehen. Genau. Ne, dass man redet immer so viel über die Tugenden und im Bergbau war das eben so. Man hat sich gegenseitig verlassen können. Egal, wer eben da war und die zu Hause sind, und das sind die im Stadion, die haben eben mitgefiebert. Hoffentlich kommt er gesund wieder aus dem Spiel. Ne? Und das ist für mich, und das würde mich schon glücklich machen, wenn das passt. Ne? Gab zuletzt jede Menge Unruhe, neben der sportlichen, personelle Rochaden hin und her. Ist der Verein aus deiner Sicht, Bernd, wieder auf einem guten Weg dahin, wo er vielleicht als Kumpelverein
mit dem Slogan seine Wurzeln hatte? Ich hoffe mal, aber die letzte Saison hat bewiesen, dass es da nicht so war. Wenn ich mich an die Spiele gegen Zwickau entsinne, das geht einfach nicht. Und da kann ich mich nicht hinstellen und kann auch sagen, das Bürozeug gehört mir dazu. Nee, am Ende, was haben wir denn bezahlt? Über 200.000 haben wir an Strafen bezahlt an den DFB. So viel das wie nie? Das sind Gelder, die kannst du von den Spielern mal verwenden und das wäre angebrachter gewesen, als wie wir das jetzt hier verunstaltet haben. Da muss aber auch einer, der im Vorstand mit sitzt und dort eindeutig sagt, ich bin für die Fans zuständig, dann muss ich dort auftreten und muss das dementsprechend auch darlegen. Ja, Bernd, du möchtest noch was dazu sagen. Kumpelverein bedeutet ja nicht nur die Beziehung zum Bergbau. Guck, wir sind zum Beispiel auch Kumpels, wir kennen uns viele Jahre. Ja. Ne? Wir fragen uns auch mal das, was nicht zum Fußball gehört, das verstehe ich als Kumpel. Und dann, ganz wichtig ist für mich Kumpel, dass man sieht, der Nebenmann, bei dem ist was. Egal jetzt, ob das die Fußballer sind oder ob das unsere Fans sind, die ja für mich das Wichtigste mit sind, oder der Vorstand, ne? Dass man gegenseitig merkt, was ist mit dir? Wie kann ich dir helfen, damit wir wieder gemeinsam kräftiger an unserem Strang ziehen können? Ne? Das bedeutet für mich Kumpelverein. Dann sage ich vielen Dank an die beiden Fans, Bernd und Rainer. Und ich glaube, ich schaue noch mal in die Kamera, man hat sehr gut mitbekommen, jetzt in den letzten Minuten, wie wichtig dieser Verein für die Menschen ist und dass bei diesem Verein zwar Fußball gespielt wird, gerungen wird, diverse andere Sportarten ihre Heimat haben, aber dass dieser Kumpelverein aus viel mehr Komponenten besteht als die einzelnen Sportarten selbst, dass Ehrlichkeit, dass Perspektive, das Kämpfertum und das Leidenschaft in dieser Region ausgeprägt sind und das den Verein stark gemacht hat. Und Bernd und Rainer, wenn ich euch richtig verstanden habe, wollt ihr genau da wieder hin. Ja, wir lassen dich gern noch mal zu Wort kommen. Wir haben Zeit, Rainer. Sehr im Herzen, weil wir sind jetzt hier zusammen und ich hoffe, dass das auch dann jemand hört. Mir liegt sehr am Herzen. Man sieht, was jetzt in Zwickau und Chemnitz, was da los ist. Und ich wünsche, dass das auf keinen Fall noch schlimmer wird. Dass das in unserer Region mal so sein wird, wenn unser Eins, ein paar Wochen wäre ich 70, ne, dann, dass das dann so ist, dass wir wieder zusammenhalten. Und alle irgendwie zusammenhalten. Und uns nicht hier gegenseitig, auf Deutsch gesagt, die Kusche vorher hauen. Und dann noch, es war unter der Grenze, du weißt es selber, was da los war. Wenn Frauen und Kinder dann schon eine Rolle spielen bei diesem Käse, das wünsche ich mir ganz sehr. Dass wir alle gesund bleiben. Das Fußball ist eine Nebensache. Schönste Nebensache der Welt. In diesem Sinne nochmal besten Dank, Bernd und Rainer. Und wir schauen nochmal Richtung Auftakttraining des FC Erzgebirge Aue. Vielleicht können wir mal mit der Kamera, Dietrich, vielleicht könnten wir der Toningenieur oder der Assistent mal das Stativ holen an unsere Eckfahne hier. Wir dürfen natürlich nicht aufs Spielfeld. Jetzt vorhin beim Interview mit dem Sportdirektor war das eine Ausnahme, dass wir vielleicht mal das Stativ aufbauen, um noch bessere Bilder vom ersten Training hier des FC Erzgebirge Aue in Vorbereitung auf die Saison 23/24 im Livestream von Sport im Osten zu euch in die Wohnstuben, an den Baggersee, ins Autohaus oder sonst wohin übertragen und transportieren zu können. Stativ wird aufgebaut, so viel kann ich verraten. Jetzt wird es mal kurz ruckeln mit der Kamera. Keine Angst, euer Laptop oder das Handy ist nicht kaputt. Ja, und wir schauen mal auf eine Gruppe, die unser Kameramann hier in Aue einfängt. Kann euch leider nicht beschreiben, da ich keinen Monitor habe, welche Gruppe bei euch gerade über die Laptops, übers iPhone oder über sonst ein diverses Abspielgerät flimmert. Ich kann euch aber verraten, wer die Neuzugänge sind in diesem Spieljahr 23/24, denn wir haben
vor einigen Minuten frisch bekommen. Die Spielerliste, die aktuelle Spielerliste des Vereins Erzgebirge Aue für die neue Saison 23/24. Und ich gehe sie einfach mal durch. Die Neuzugänge, die neuen Pfeilchen hier heute bei der ersten Trainingseinheit. Das ist zum einen Niko Vukancic, der kommt von der zweiten Vertretung von Fortuna Düsseldorf. Ich glaube, der Kameramann hat gerade den Cheftrainer eingefangen, Pavel Dotschev. Der ist natürlich nicht neu, das ist ein ganz alter Bekannter. Der hat übrigens das Kunststück geschafft, vor 7 Jahren die Mannschaft direkt zurückzuführen aus der dritten Liga in die zweite Bundesliga. Es wäre, glaube ich, noch ein größeres Kunststück, das dieses Jahr oder diese Saison 23/24 zu schaffen. Währenddessen bin ich beim zweiten Neuzugang hier des Vereins des FC Erzgebirge Aue. Das ist Sascha Seitz, ein junger Spieler, der vom VfR Aalen aus der Regionalliga Südwest kam. Des Weiteren verpflichtet in der letzten Woche Joshua Schwirten, ein junger Profi aus dem Nachwuchs des Bundesliga-Vertreters 1. FC Köln, hat er zuletzt in der zweiten Mannschaft des 1. FC Kölns gespielt. Er wird die Nummer 8 tragen, der Joshua Schwirten, dann, wenn gespielt wird. Ein Neuer mit der Nummer 9 ist Steffen Meuer, kommt von der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Wir beobachten für ein, zwei Momente das Training hier. Für uns zum Glück kommt mal ganz kurz, schiebt sich eine Wolke vor die Sonne. Wir können hier mal durchpusten. So, wir hatten gerade die Nummer 8 und die Nummer 9. Als neue Spieler des FC Erzgebirge vorgestellt. Kompliziert jetzt von uns hier hinten. Wir sind etwa 50 bis ganz hinten, ja, gut 100 Meter von den Spielern entfernt. Die Spieler haben keine aktuellen Nummern am Trikot bzw. an der Hose. Die Nummern für unseren Kameramann zu finden, ist für ihn aktuell unmöglich. Ich kann euch aber sagen, dass ein alter Bekannter mit der Nummer 10 in der neuen Saison für den FC Erzgebirge auflaufen wird. Das ist Mirnes Pipic. Er hat in der dritten Liga gespielt, zuletzt beim SV Meppen. Die sind abgestiegen in die Regionalliga. Mirnes Pipic ist diesen Weg nicht mitgegangen, sondern er ist zu seinem Ex-Verein Erzgebirge Aue zurückgewechselt. Das hat einen besonders gefreut. Das ist der Cheftrainer Pavel Dotschev hier vorne im Bild. Der sagte wortgemäß, Mirnes ist mein Baby. Ist natürlich zu übertragen, dieses Ganze auf den sportlichen Bereich. Ich glaube nicht, dass Pavel Dotschev der leibliche Vater von Mirnes Pipic ist, sondern er ist sportlich gesehen einer seiner Lieblingszöglinge. Der Königstransfer mit der Nummer 15, jetzt leider nicht zu sehen, ist Marcel Bär. Wir hatten ihn vorhin schon ganz kurz angesprochen im Gespräch mit Matthias Heidrich. Marcel Bär spielte zuletzt im Trikot des TSV 1860 München, war vor 2 Jahren der Topscorer in der dritten Bundesliga, verletzte sich letzte Saison schwer, zu Beginn der Saison bei den Münchner Löwen, Mittelfußbruch. Und seine nächste Station, 31 Jahre ist er mittlerweile, ist also das Erzgebirge. Marcel Bär künftig unterwegs für Erzgebirge Aue. Und wir haben noch einen Neuzugang, einen echten Neuzugang. Ich spreche jetzt nicht über die Leihrückkehrer. Und dieser letzte Neuzugang ist Louis Sascha Lord. Er wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Er kommt von der zweiten Mannschaft des SV Werder Bremen, also aus dem erweiterten Bundesliga-Kader. Und er soll den Kader hier im Erzgebirge qualitativ auffüllen. Vielleicht noch zu erwähnen, wer aus der Laie zurückkommt hier zu den Veilchen. Das ist zum einen Felix Göttlicher, der hat noch kein Spiel gemacht, kein Pflichtspiel für den FC Erzgebirge. Das ist zum anderen Tim Kips, der Luxemburger, zwar im Nationalkader von Luxemburg gewesen, aber auch hier in der zweiten Bundesliga damals als dritter Torwart nicht zum Einsatz gekommen. Und es ist zum anderen Ramzi Ferjani, der ist zurück
vom Regionalligisten ganz tief im Südwesten von Wormatia Worms. Und während ich das sage, können wir, Dietrich, ich meine den Kameramann, vielleicht noch einmal die Kamera schweifen lassen über den Trainingsplatz, den hübschen, den wunderschönen Trainingsplatz 1 des FC Erzgebirge Aue. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich zurück nach einer knappen halben Stunde, zurück nach Leipzig. Und vielen Dank für euer Interesse am Sport im Osten Livestream heute aus dem Erzgebirge vom Trainingsauftakt der Veilchen.